Liebe Nation, was haben eigentlich der Klimawandel und AIDS miteinander zu tun? Nun, die Antwort, die gibt es hier hinter mir auf dem Düsseldorfer Flughafen beim sogenannten Benefizflug Help and Fly. Air Berlin lässt eine Maschine starten, die kreist ein bisschen über Deutschland. Die Erlöse werden dann an die AIDS-Hilfe Düsseldorf gespendet und am Ende freuen sich alle. Nur ich, die knallharte Rechercheuse, fragt sich, muss man denn dafür extra in die Luft fliegen und so viel CO2 auspusten? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Was denkst du denn? Wie viel CO2 stößt dieses Flugzeug pro Person auf einem einstündigen Flug aus? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Aber ich mach es heißt Schätzfrage, Schätzen, Schätzfrage. Gib mir mal ein paar Werte vor. Ich sag es Kilogramm. In Kilogramm soll ich sagen? Ja. 130? Würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein. Ein Hoch auf das CO2! Dieses Flugzeug wird in der Tat pro Person auf einem einstündigen Flug ungefähr 80 bis 120 Kilogramm ausstoßen. Das ist mehr, als du in deinem ganzen Leben pupsen kannst. Wir stoßen ja ganz viel CO2 aus, deswegen wollen wir CO2 sparen. Und wie kann man das besser machen mit Kondom aufblasen? Wie? Ja, blasen, das kennst du doch, oder? Ja, das geht. Schön blasen. Na, erst ausrollen, Schätzchen. Ja, man muss erstmal richtig rummachen. Aber ihr müsst euch setzen, Schätzchen. Machen wir gleich. Blasen. Der Mann kann das. Der ist bei Air Berlin, würde ich sagen. Und da ist schon die ganze Suppe davon drin. Aus, du hast sowieso keine Chance mehr, Süßer. So, und du bist der CO2-Gewinner. Ach, recht, Martin. Dirk. Und der Bernd. Wer von euch war gut in Deutsch? Der Bernd. Nein. Keiner scheinbar, wir werden das jetzt testen. Ihr Lieben, ich lese das Diktat ganz langsam Satz für Satz vor. Es geht damit los. Liebes Air Berlin-Team, danke, dass du mit uns CO2 produzierst. Weil ich ein guter Mensch bin, zahle ich für dich und mich einen CO2-Ausgleich. Soll ich dieses Versprechen brechen, soll mich der Sensenmann holen? Bei was schwörst du? Auf die Verfassung oder bei Gott? Müll, der hat Müll! Gib mir Müll! Ich weiß, du hast nicht so mit den Bischöfen, ne? Bibi, wir waren in der Luft, wir sind schön geflogen, wir haben CO2 verbraucht. Wie viel wirst du verbraucht haben? Du bist ja ein bisschen schwerer als der Rest. Ich habe garantiert, ich habe arbeiten müssen, ich habe ein bisschen was verbraucht. Aber weißt du, ich habe die Herzen, die Schokoherzen verteilt. Ich habe auch einige gefuttert. Ich glaube, das war plus minus null. Methangas? Ah, den habe ich nicht. Nein, heute noch nicht. Ja, also wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr bei der 13. Veranstaltung von Help and Fly einen Gesamtbetrag von 55.000 Euro zusammenbekommen haben für wichtige Projekte der AIDS-Hilfe Düsseldorf. Geht da noch was pro Person für einen CO2-Ausgleich ab? Ja, das ist wieder eine andere Sache. Ein Hoch auf das CO2! Yeah!